So, hey ihr Lieben, willkommen zurück bei Final Fantasy VII Rebirth. Ja, wir sind noch im Goldshauser. Wir hatten beim letzten Mal das Vergnügen, mit Aris ein bisschen Goldshauser unsicher zu machen. Das heißt, ein paar Minispiele mitzunehmen und ein kleines Date mit ihr zu haben. Allerdings ist eigentlich alles schief gegangen. Wir durften beim Chocobo-Rennen nicht mitmachen. Das Theaterstück war schon fertig. Die Gondel war außer Betrieb und es hat sich so den ganzen Abend gezogen. Wir wollten dann gerade doch nochmal die Gondel begutachten. Da hatten sie angeblich einen Stromausfall. Aber Cathys hat uns gesteckt, dass es wohl einen Vorfall im Battle Square gab, wo wohl ein Mann mit Gewehrarm Amok gelaufen ist. Und wir so, ha, Momentchen mal, das kennen wir doch. Können uns allerdings nicht vorstellen, dass das Barrett war, weil, ja, er ist manchmal ein bisschen aggressiv, vielleicht ein bisschen much aggressiv. Aber einfach hier Amok rennen, I don't know. Und jetzt wollten wir mal schauen, was passiert ist, denn wir hatten auch gesehen, dass hier gab es nichts zu sehen. Barrett jemanden Sie bitte in aller Reihe und gehen Sie weiter. Sie werden an der Manege gebraucht, Kubo. Gesehen hat, er auch einen Arm hatte, also ein Gewehr am Arm. Nein, wartet, falsch rum. Doch, Gewehr am Arm. Ich bin doof. Und hier gab es nichts zu sehen. Wollte dem folgen. Bitte in aller Reihe und gehen Sie weiter. And then we don't know. Gehen wir mal schauen. Ich hänge im Moment echt hinterher mit Rebirth. Es war mir ein Vergnügen, Kupo. Weil die Spiele halt echt so lang gehen im Moment. So, ich habe mega viel Spaß an Rebirth, beziehungsweise es hat richtig geil aufgebaut. Aber Zeit wo? So, Alone in the Dark bin ich immer noch nicht dazu gekommen, weil immer, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe und Nerven und Bock und alles aufzunehmen, Rebirth. Es ist alles ein bisschen knapp. Eiyuden Chronicles kam tatsächlich auch schon raus, 100 Heroes. Was ich auch unbedingt machen wollte mit euch, habe ich ja schon vor Jahren im Stream angekündigt, weil es halt von den Suikoden-Machern ist und das hatte ich auf Kickstarter dann unterstützt. Kam jetzt endlich an. Ja. Wird halt auch so ein XXL-Projekt, ne? Wenn das wie mit Suikoden ist, sicher auch so ein 100-Stunden-Projekt. Funny. Also ich weiß nur nicht, wie ich mir die Zeit anteile, weil es so viele geile Spiele gibt, die rauskommen. Wir werden es sehen. Ist auf jeden Fall einiges noch geplant. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann das Suikoden-Remake oder Remaster raus, das ich auch noch machen wollte. Ich muss mich einfach klonen oder so. Keine Ahnung. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann sie momentan nicht durchlassen. Ich versuche mich halt gerade so ein bisschen auf eins nacheinander zu konzentrieren. Du kannst diese Leute ruhig passieren lassen. Sehr wohl. Verzeihen Sie die Unannehmlichkeiten. Bitte. Ich finde schön, dass er einfach random Maskottchen XY hört. Schön. Wer weiß, von wem wirklich der Goldsauser hier gehört. Nicht diesem komischen Muskelprotz. Nein, das sind die Plüschtiere. Wurde bereits ein Platz für die Toten gefunden? Die Sicherheit okay. Der Besucher geht vor. Blut, wo? So, man sieht absolut gar nichts. Es ist so, als ob die Putzfrau gerade da war. Weitere Angaben kann ich nicht machen. Ich dachte, hier ist was vorgefallen. Da ist wie immer. Hallo? Wo muss ich denn hin? Wie ist die Lage in den anderen Arealen? Darüber? Ah, okay, weil ich sehe halt da hinten, ne? Das blaue Ding. Hello. Do not cross, Cloud. So, I don't care. Ich war mal Soldat. Shinras Gardisten wurden allesamt erschossen. Außerdem... Lasst mich das erklären. Ich bin Dio, der Direktor. Meine Freunde, ich heiße euch herzlich in meinem Gold Saucer willkommen. Aber wir hatten schon das Vergnügen, leider. Ja, ja, genau. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Wenn du einen Rückkampf möchtest, stehe ich jederzeit bereit. Gibt jetzt Wichtigeres. Wir hatten heute Besuch vom Shinra-Vorstand. Doch irgendwem war das offenbar ein Dorn im Auge. Es hat leider auch Gäste und Mitarbeiter getroffen. Oh nein! Die Überwachungskameras wurden vor der Tat zerstört. Wir haben deshalb keine Aufnahmen von dem Vorfall. Aber laut Augenzeugenberichten
soll der Täter ein Gewehr als Armprothese getragen haben. Da hat es bei mir Klick gemacht. Das klingt ja genau nach dem Mann, den Shinra seit dem Vorfall in Midgar überall zu suchen scheint. Es gibt sicher 3000 davon. Er ist von großer Statur und temperamentvoll. So ein Modetrend, ganz einfach Gewehr am Arm. Blickt immer verdrießlich drein, trägt eine Sonnenbrille und dazu ist einer seiner Arme ein Gewehr. Na, kommt euch das nicht irgendwie bekannt vor? Niemals. Nie gehört. Barrett braust zwar öfter auf, aber sowas würde er nicht tun. Das würde ich dir ja gerne glauben, aber... Leider habe ich heute das hier bekommen. Hören Sie! Das hier war nicht Barrett. Und wieso? Die Zerstörung der Kameras ist nicht sein Stil. Wenn er das hier wirklich getan hätte, dann aus einem guten Grund. Hey, es ist Shinra. Und dann würde er wollen, dass alle es sehen. Ganz sicher. Ah, sehr schön. Es geht nichts über Freundschaft und Vertrauen. Aber alles spricht gegen ihn. Deshalb kann ich mich nicht einfach auf dein gutes Wort verlassen. Hier mein Vorschlag. Ihr werdet den wahren Täter finden und die Unschuld eures Freundes beweisen. Ich gebe euch 24 Stunden. Wenn es euch in dieser Zeit nicht gelingt, den Täter zu finden, lasse ich euch festnehmen und liefere euch an Shinra aus. Wo sind eigentlich die Kuttennutten? Also nicht die Zombie-Kuttennutten, die Sephiroth verfolgen, sondern die Moiren. Zur Sicherheit. Damit ihr nicht auf die Idee kommt, abzuhauen. Das werden wir nicht. Exzellent. Wenn Sachen abweichen, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die haben aufgegeben. So, ah, whatever. Dann sputet euch mal, so damit euch die Turks nicht zuvorkommen. Die Turks sind hier? Rivalen stacheln den Kampfgeist an, oder? Wohlan, junge Freunde. Der Täter erwartet euch unten. Beweist die Unschuld eures Kameraden. Ich werde euch natürlich helfen. Du bist sicher nützlich, Maskottchen. Ich kenne mich schließlich gut aus. Zum Aufzug nach unten geht's hier entlang. Ja, nein, aber Fakt ist, im Original... Los, beeilt euch! ...wurden wir quasi von Dio, umzickelt und dann ins Wüstengefängnis runtergeschmissen. Da wurde gar nicht gefragt, was passiert ist oder wer unschuldig ist, ne? Oder hier, lass mal kooperieren und so. Nee, einfach... runter ins Wüstengefängnis, weil wir für die Schuldigen gehalten werden. Und hier so, ah, ihr seid von Avalanche, werdet gesucht. Aber hey, lass erstmal die da eingehen. Ist schon okay, ich hab 24 Stunden. Der Täter darf nicht ungeschoren davonkommen. Er wird dafür büßen, dieses Paradies zu besudeln. Die Moiren gucken einfach so, denkst du. Hast schon. Wir sehen das immer so eng, ne? Na gut, dann wiederum werden wir wahrscheinlich so oder so da runtergehen. Geil. Ändert also wahrscheinlich nicht viel am Verlauf. But who knows? Ich finde es immer noch funny. Warum das Cathissi nur als Katzengestalt rumrennt. Also größtenteils und hier die ganze Zeit mit seinem riesen Maskottchenkörper. Wir fahren jetzt runter. Ab in die Unterwelt. Früher haben dort die Mitarbeiter dieses Vergnügungsparks gewohnt. Aber irgendwann tauchten Ungeheuer auf. Da hat man die Leute nach oben verfrachtet. Danach ging's bergab. Jetzt leben dort unten nur noch Verbrecher. Also wirklich eine Unterwelt. Wenn ich nur daran denke. Klingt ein bisschen nach Wallmarkt. Ja. Ich dachte allgemein, hat die Slums. Spur gefährlicher. Wer da einmal seine Pfoten reinsetzt, der kommt nie wieder raus, heißt es. Deshalb hat der Ort noch einen anderen Namen. Gefängnis von Coral.
Wahrlich, die Hölle im Wüstensand. Okay, Wüstensand. Gewalt, Totschlag, das Drogenprogramm. Von daher, Freunde, passt bitte gut auf euch auf, ja? Okay. Müssen wir wirklich? Ich glaube schon. Ich bezweifle, dass wir die Katze vorschicken können. Ah, also schauen wir mal. Hat schon ein bisschen Slums-Vibe, ja. Ich bin gespannt, was sie daraus gemacht haben. Es war halt auch wieder nur so ein ganz kleines Mini-Areal damals. Man sieht halt, ja, Slums-mäßig aus. Ist auch nicht anders als irgendwie Sektor 7 oder... Okay, das ist nur Metall, da hängt niemand dran. Slums-mäßig. Nanu? Niemand da? Wir werden beobachtet. Passt auf. Red ist auf jeden Fall schon mal die klügere Katze. Da oben sind überall welche drauf. Als ob ihr die nicht seht. What the fuck? Da auch. Oh mein Gott, warum erinnern die mich an diese scheiß Bande von Idioten? Ist das so ihr neues Hauptquartier hier? Ist das die blöde Jan-Gang? Oh, look at me. Die machen Liegen nach. Ich habe eine Lucille. Ihr verpasst noch das Frühstück. Ganz anwesend. Einen schönen guten Morgen. Helga, das würde ich lieber lassen. Okay, wir nach. Kann zulegen hier. Die G-Sektion jetzt. Vorwärts, Marsch. Immer schön dem Onkel nach. Scheiße. Statt die hey, B-Leute. Deine Gäste sind da! Das ist jetzt die G-Band. Oh, fuck, Alter, ich geh nach Haus. Geilo! Willkommen in meiner bescheidenen Ordnung! Geilo ist nicht das richtige Wort. Alles kann er Cloud. Cloud. So hieß er doch, oder? Cloud ist korrekt, Boss. Und wer ist nun dieser Cloud? Oder du? Oder du? Oder du? Oder am Ende gar du? Nee, ich weiß es natürlich. Du bist Cloud, stimmt? Kennen wir uns von irgendwo? Natürlich nicht. Wir treffen uns zum ersten Mal. Sonst könntest du dich auf jeden Fall dran erinnern. Glaub's mir. Ja, also, glaub ich du auch. Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Und weißt du auch warum? Alles Könnelchen, Claudi? Okay, ich verrat's dir. In meinem Gewerbe ist Wissen Mörfen. Insbesondere, wenn es Leute betrifft, die dem Corneo-Clan einen vernichtenden Schlag versetzt haben. Korrekt. Glückwunsch, tada! Du bist richtig berühmt. Wir suchen nach einem Mann mit einem Gewehr. Ja, das weiß ich doch alles. In meinem Gewerbe ist Wissen Macht. Muss ich mich wiederholen? Was da oben abgeht, das habe ich völlig im Blick. Und deshalb weiß ich auch, dass du nützlich sein könntest. Was soll das heißen? Den Typen mit dem Gewehr, den ihr sucht, habe ich netterweise schon mal in Gewahrsam genommen. Draußen in der Wüste. Und ich wäre sogar bereit, dir zu verraten, wo. Ausnahmsweise. Allerdings, wer nehmen will, muss doch geben können. Nicht wahr? Also, Freundchen. Willst du mir Kohle besorgen? Brauch nämlich gerade ganz, ganz viel davon. Ja. Weil irgend so ein bekacktes Arschloch einfach ein paar Gardisten in ein Krumpenhackfleisch verwandelt hat! Einfach den Täter ausliefern reicht deshalb nicht. Wenn ich meine Oase hier retten will, brauche ich Zaster. Und zwar einen Riesenberg! Asche, Knete, Kohle, Mäuse, Monete! Ich glaube, er dreht am Rad. Ein bisschen. Dieses Geld wirst du mir besorgen. Ja, schon klar. Keine Sorge.
Für das Wie und Wo gibt es natürlich einen Plan. Der Herr Alleskönner wird an den Schokoborennen teilnehmen und sie natürlich gewinnen. Will heißen! Bis du gewonnen hast, bleiben deine Freunde hier. Cloud! Oh weh. Hey, kein Stress, Mann. Das soll ihnen bei uns an nichts fehlen. Ach so. Solltest du es übrigens nicht schaffen, mir das Geld zu besorgen, werden sich deine Freunde eventuell ein bisschen nützlich machen müssen. Exotische Haustiere sind auch begehrt. Schwein. Nicht doch. Kannst mich einfach Gas nennen. Okay. Gut. Details zu den Rennen und so. Gibt's bei dem da? Geht klar, Boss! Enttäusch mich nicht. Ich hoffe, man hat es angenehmer als im Original mit dem Schokorennen. Sonst, nun, Ladies. Ihr macht das schon, ne? Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen schon klar. Viel Glück auf der Rennbahn. Ihr wisst schon, was mit euch passiert, wenn ich dich gewinne, ne? Was für ein Schlamassel. Cloud, du bist unsere einzige Hoffnung. Die Tiere gehen auf, keine Ahnung, ihre Kleinanzeigen weg. Die Ladies? Wieder in einem Käfig. Da wird was ganz anderes passieren, glaube ich. Hoffentlich ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf, Cloud. What the fuck ist das denn? What the fuck? Was denkt er sich eigentlich? Ich hab noch ein paar Ninja-Tricks in meinem Ärmel. Ja nun, ich hoffe, die Ladies regeln das. Ich gebe mein Bestes mit den Schokoborennen, aber... Und wieder in einem Käfig. Realistisch gesehen waren die ziemlich nervig im Original. Da gab's halt auch einen Automodus. Wenn du wegläufst, kommst du eh nicht weit. Du willst doch nur ihn weit. Oh, schön, dass ihr mir hier sogar richtig ein Schwert noch entlegt. Kraftfresser. Geht so bis Mittel. Habe ich denn irgendwie was Cooles, was ich reinpacken kann? Glaube tatsächlich gerade nicht. PWs haben wir. Können MP-Boost reinhauen. Einfach weil MP immer gut ist. Könnte ich eigentlich auch mal benutzen. Ansonsten nichts wirklich, was Angriff oder Magie erhöht. Boah, versuchen wir das mal. Jedenfalls sind wir hier bei irgendeiner komischen G-Punkt-Sekte gelandet. Alles klar. Na, Schätzchen, lustig zu amüsieren. Ja, aber nicht mit dir. Dafür haben wir schon Eris. Sind diese Lucille Schläger mittlerweile in oder so? Dass jeder Depp die haben muss? Scheinbar okay. Schauen wir erstmal, wo uns hinführt. Das ist der Knabe! Er gehört ganz dir! Du bist also der Alleskönner Cloud, ja? Siehst ja gar nicht mal so übel aus. Echt jetzt? Ich bin die Stallmeisterin Esther. Freut mich. Selbst Esther haben sie cute gemacht. What the? Du warst doch auf Bills Farm. Oh, wie jetzt? Kennt ihr zwei euch etwa? Was machst du hier? Eigentlich wollte ich Pico an den Schokoborennen im Gold Saucer teilnehmen lassen. Bis die mich gefangen haben. Hey, hey, jetzt aber mal nicht unverschämt werden. Wir haben bloß einen Mann bei uns aufgenommen, der sich in der Wüste verlaufen hatte, oder nicht? Also erzähl ihr keinen Scheiß, klar? Sonst schieß ich deinen dämlichen Vogel auf und rein? Rad ihn mir schön kross. Du hast es erfasst. In dem Zustand? Die Hitze macht ihm zu schaffen. Er ist sie einfach nicht gewohnt. Wenn er nicht was Ordentliches zu fressen bekommt und stark wird, hat er bei den Rennen keine Chance. Pico kackt euch alle auf Nasch. Auf den Kopf. Und suchst ihm was Schönes für seinen Futternapf. Chocobo. Na gut. Ich helfe auch mit. In Ordnung.
Ich werde hier auf euch warten. Viel Glück da draußen, okay? Oh. Vor allem das Tier kann am wenigsten für. Oh, Pico. Okay, wir brauchen also Futter. Habt ihr mal genug zu fressen? Wird schon keiner was merken, wenn ich mir eine Frucht abzweige, oder? Was ist denn das hier? Ist ja auf jeden Fall ein bisschen was. Wüstensturm. Was ist das? Das sind Läden. Okay, da. What the? Drei Kartenspieler? Ha? Ich guck erstmal kurz hier hin. Was ist das? Das ist auch eine Zeit. Nee, dem Haupt. Ein irgendwas? Quest? Was ist das? Nur hier gibt's den einmaligen Wüstensturm. Das Original, erdacht von Meister Gas. Wer den Highscore knackt, darf sich über Gemüse freuen. Ah. Eine ganz besonderen Sorte. Hier gibt's schon Gemüse, okay. Lust auf eine Runde? Was ist das? Wüstensturm dient Grobian mit der willkürlichen Demolierung sämtlicher Kisten als Stressabbau. Störe so viele Kisten, wie es dir bis zum Ablauf der Zeit möglich ist. Je mehr du schaffst, umso höher ist deine Punktzahl. Erreiche die Mindestpunktzahl, um das Spiel erfolgreich abzuschließen. Kisten mit einem Zahnradsymbol lassen sich erst zerstören, nachdem du die Kiste mit einem Blitzsymbol kaputt gemacht hast. Für manche musst du mehrere Kisten mit einem Blitzsymbol beseitigen. Überlege gut, welche Reihenfolge du deinen Weg bahnst und benutze die Aufzüge, um nach oben zu... Okay. Was brauche ich denn? 15.000. Okay. Wird schon nicht so schlimm sein wie einiges im Dings. Costa. What the fuck? Keine Chance. Paracke! Paracke. Sollte reichen. Los! Okay, man kann hier Dinger benutzen. Fähigkeiten. Interesting. Jetzt gibt's Dresche. Auf, auf. Ich bin mir gerade unsicher, wie man die kaputt macht. Hä? Aber... Okay. Und tschüss! Ich glaube, die kann man so machen, but I guess not. Das war's dann. Da fehlt dann doch noch irgendwas, I guess. Bin gerade ein bisschen überfragt. Wo geht's hier weiter? Hä? Ah. Das Ding war das, was wir brauchen. Okay. Es ist vorbei! Okay. Ich bin gerade unsicher. Ja. Nimm das! Verzieh dich! Ja! Ja! Aggressiv, aber weniger aggressiv! Nimm das! Ja! Und tschüss! Komm schon! Das war's! Ja. Ist die schon kaputt? Und tschüss! Pack ich, okay. Phoenix, genau so! Stirb! Okay. Ja! Es ist vorbei! Ja! Nimm das! Na ja! Ich
Das war's dann. Okay. Ich sehe gerade keiner mehr. Das war's dann. Ja. Okay. Bisschen knapp, aber ich glaube, wir haben es gereicht, ne? Es reicht, nice. Für den zweiten Platz reicht es nicht, aber fürs Gemüse zumindest. Ich bin mir so unsicher, wo dann noch was war. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Okay. Kann jederzeit wieder losgehen. Bis dann. Wir haben schon mal eins für Pico. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Ja. Aber mehr gibt die Wüste halt nicht her. Geht so bis Mittel, also ja. Chocobos müssen ordentlich aufgehübscht werden. Haben sie denn hier was? Oh, jaha. Das nehme ich mal mit, das Outfit. Ha, geht es zu Pico dann anziehen? Nur ein hübscher Chocobo ist ein guter Chocobo. Funny. Ah, nee, das war nur, genau. Pico. Hier ging so Gas hoch, ne? Glaube ich. Ich will deine Fresse hier nicht mehr sehen. Ey, Brudi, willst du auch Fresse haben, ja? Das schwör ich dir. Kommst du rüber? Gut, hier geht's nicht weiter. Was ist? Warum seid ihr denn alle so aggressiv? Was ist denn das? Habt ihr so viel Twilight geguckt oder so? The Twilight Band, ey. Die glitzern im Morgengrauen. Ich sehe da auf jeden Fall ganz viele Kartenspieler. Hier ist noch was. Willkommen im getürmten Knasti. Der Absteige für alle Trunkenbolde. Hab gehört, dass du Grünzeug suchst. Ja, das ist gut. Richtig. Tja dann, hab oben auf dem Hang ein kleines Beet. Nimm dir, was du brauchst. Es könnte etwas verwildert sein. War da schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Suspicious. Na, sieh es dir am besten selbst an. Als ob ich das einfach so bekomme. Da oben wimmelt es allerdings nur so von hässlichen Biestern. Nimm dich in Acht. Ah, okay. Also, Monster verkloppen. Hier sollten wir auch nichts mehr haben. Wir haben halt die eine noch auf. Ha? Nee, das habe ich schon dann. Das Einzige, was auf ist, ist das halt im Wüsten. In der Wüstenregion, aber das mache ich ja auch. Oh, ein vielversprechendes Opfer. Honey? Lass uns an den ruhigeren Ort gehen. Gibt's ein Problem oder was? Hey, hier gilt Alter vor Schönheit, kapiert? Hab gefallen hier gefunden. Mir? Da wirst du nichts finden. Was wohl für kleine Jungs? Wir werden sicher eine Menge Spaß zusammen haben. Ich weiß nicht, was man euch ins Essen gepackt hat. Hat aber jetzt, weiß nicht. Ihr wirkt ein bisschen kacki. Weißt doch nicht, wie man sich hier unten zu benehmen hat, was? Naja, ich glaube, ich eier Gil, wie du siehst. Also doch, eigentlich schon. Die Richtung passt. Gleich sind wir da. Dass wir gleich auf die Fresse bekommt. Aha. Tada! Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die Fähigkeit von unserem anderen Schwert schon gelernt hatte. Aber wahrscheinlich, jetzt, wo noch. Wir ihn endlich hier haben, schon können ewig. Wir tun und lassen, was wir wollen. Okay. Pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie das hier so läuft im Untergrund. Darfst du uns ruhig dankbar sein? Ja! Mein Einsatz. So nicht! Nicht mit mir! Zeig, was du kannst! Nun. Aufgepasst. Verflucht nochmal. Sehr gut. Du, keinen kommen. Genau so. Will ja nichts sagen, aber...
Los! Na gut, keine Chance. Wow, I like this. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt gerade. Nicht mit mir! Da! Ich guck gleich nochmal. Ich bin mir gerade sehr unsicher, was wir ziemlich schwach mit dem anderen gelernt hatten. Mein Einsatz. Alles geben. Verzieh dich. Nein, war das im Kommen gesehen, dass wir diese kleinen Kackis ownen. Mann! Ha. Wieso hast du denn nicht gleich erzählt, dass du so krass stark bist? Wir haben so viel mitgenommen aus diesem Kampf. Eine großartige Erfahrung. Ist das so, oder? Ja. Ah, fast vergessen. Hier, ein kleines Zeichen unserer Freundschaft. Nimm es an, bitte! Also, wir machen uns dann mal wieder auf den Weg. Oder, oh, Jungs? Na logo! Nimm uns das von vorhin nicht übel. Ja, wir sind eigentlich ganz lieb! Okay, du Kacki, okay. Aber ich habe das Gefühl, das ist genau das gleiche wie das, was wir hatten, oder? Ich meine, wir hatten die Zirkus-Sache, die Zirkus-Kraut schon. Hoah. Störung, doch, das hatte ich, okay. Dann nevermind. Ich kann gehört, dass die Pico sich auch Sandbäder bekommen, damit sie sauber werden. Baum rennt. Vielleicht sollte ich Pico das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Boah, Pico. Was ist das hier? Da ist noch irgendwas. Die sind zu stark. Ich bin jetzt sehr lost. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Gucken wir uns hier erstmal um in Ruhe. Whiny, what hast du? Boosterkarten nehme ich, danke. Wer mal Thank dankt. You. Bitte, ne? Machen wir's gut. Waffen an Totenstille. Ja. Psst. Im Laden lautet Regel Nummer 1. Ruhe. Okay. Toll, ich kann dir absolut gar nichts kaufen. Ich nehme eins mit. Bloß nicht bei der Ausrüstung sparen. Ja, würde ich ja, wenn ich Sachen hätte. Ein leichter Spaß und ein großer Sinn. Willkommen. Seht euch ruhig alles an. Bestaunt die Wunder meines Ladens. Ja, da kann ich hier nichts wirklich machen gerade. Mein Laden steht jederzeit offen. Na gut. Wo ist bloß die neueste Ausgabe von... Ich werde den Wüstensand... Ich wurde mit einem Upgrade ausgestattet. Oh. Meine Spielstärke reicht für eine Partie nicht aus. Bitte erhöhe zunächst deine Spielstärke. Mensch, gut, dass hier einige Typen sind, die ich noch auseinandernehmen kann. Willkommen im letzten Wanzenloch der Wüste. Ja, da will man noch übernachten, so richtig bequem. Let's go. Aus Prinzip einfach. Noch ein fröhliches Knastleben wünsche ich. Thank you, dir auch. Aber ist das die Chitley-Musik? Oh mein Gott. Ja, ernsthaft? Ich habe gehört, dass dies hier ein äußerst gefährlicher Ort sein soll. Oh nein. No. Deswegen habe ich mich getan. Ja, du fällst doch gleich viel weniger auf. Wird mich niemand erkennen. Und meine Anwesenheit so als Furry. Auf andere. Ich hoffe wirklich, dass es Barrett gut geht. Falls es etwas gibt, das ich tun kann, um seine Unschuld zu beweisen, lass es mich bitte sofort wissen. Ah.
Das ist eigentlich ganz cool, wenn man... Ja. Sind halt coole Sachen, aber wann soll ich die mal benutzen? Beziehungsweise, ich brauche Slots. Falls ich hier mit irgendwas behilflich und sein kann, ja, keine Ahnung. Einfach wissen. Hey, wo willst du hin? Weiß nicht, in die Wüste? Darf ich wahrscheinlich nicht. Aber da geht dann wahrscheinlich die Quest weiter, gar? Beziehungsweise... Bin ich denn hier? Ich werde wahrscheinlich hier in die Region dann kommen. Wo halt noch die Sidequests offen sind. Oh, du bist noch ich da. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Du bist auf der Suche nach Gemüse. Ja, hab ich das nicht gibt recht? Gemüse. Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug einen klitzekleinen Gefallen tun. Ich bin Besitzer eines Casinos. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Jemand sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten, hm? Ich übernehme das. Vielen Dank. Ich bewundere ihre Fähigkeiten. Doch da sie den Ruf haben, unbesiegbar zu sein, kommen immer weniger spielfreudige Kunden ins Casino. Ein Sieg deinerseits würde sicher auch andere Spieler wieder anlocken. Du findest die drei im Casino. Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Kartensammlung. Die eine oder andere könnte dir sicher von Nutzen sein. Das ist die Frage. Haben sie was? Sie haben gar nichts für mich. Das ist die Frage. Soll ich jetzt alle drei, die da sind? Haha, ja, das steht hier sogar um links. Ja, never mind, ne? Da haben wir ja hier was zu tun, würde ich sagen. Je nachdem, wie schwer die sind. Wo waren die denn da? Ja, gut. Sind alle Level 6, ne? Schauen wir mal. Hallöchen, du Schnuckelchen. Okay. Ich sehe es dir. Sie hat ein Alkoholproblem. Du bist auch so durstig wie ich, nicht wahr? Hm. Verträgst wohl nichts, was? Dann spiel wenigstens eine Partie Blut der Königin mit mir. Dein Pech, dass du mich gerade jetzt ansprichst, wo ich in Stimmung bin. Ich bin Mary. Sobald ich einen oder zwei Intus habe, schlüpft mir keiner mehr durch die Finger, Schatzi. Und jetzt entscheide dich. Trinken wir ein... Oder spielen wir eine Partie? Ich warte. Zweiteres. Joa. Werden schon nicht so schwer sein, gell? Was? Überschreibende Karte? Hä? Du hast deine überschreibende Karte erhalten. Was für eine Karte? Diese Karten können ausschließlich auf Fellen abgelegt werden, auf denen schon eine eigene Karte platziert ist. Großer Vorteil für überschreibende Karten... Fallen nach unten, ist es, dass sie unabhängig von Positionsrang überall gelegt werden können. Die überschriebene Karte wird zwar zerstört, im Falle von Karten, die bei ihrer Zerstörung eine Fertigkeit auslösen, kann es aber durchaus ein Vorteil sein. Einige überschriebene Karten haben durchaus die Eigenschaft, die Stärke zerstörter Karten zu absorbieren. Sind vor allem gegen Ende einer Partie wertvoll, wenn du das Blatt mit ihrer Hilfe mit einem Schlag wenden kannst. Wenn ich sag mal so, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, was der Dude redet. Weil ich mittlerweile so viel Garten habe. Hat wieder so einen verstärkt und also Verbündete und Gegner. Ist auch.
Das ist eigentlich cool, aber auch nur, wenn man den Gegner dann trifft. Welche kann jetzt das stören? Okay, schauen wir mal. Entsprechend der Anzahl der eigenen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke ums Feld. Was? Das Ding ist halt, brauche ich unbedingt Dreierkarten? Geht so halt, ne? Brauche ich ein paar starke Einser. Also halt wirklich starke Einser. Habe ich aber halt einfach nicht. Auch nur eins, aber die wäre eigentlich cool, aber geht zurück. Wann benutze ich meine, die nach hinten geht? Bräuchte halt wirklich was mit einer hohen Zahl, aber mit einer 1. Habe ich jetzt nicht so viele, leider. Schwierig. Weil ich auch das Gefühl habe, davon kann ich ruhig zwei drin haben, weil die gerade am Anfang immer recht cool ist. Es erhöht halt einfach die Chance, dass sie gespielt wird. Schauen wir mal. Ja. Lass ich sie jetzt trotzdem doppelt drin haben. Einfach, I mean, I guess. Kann ja nicht schaden, ne? Die sollte ich als weiter rechts anspielen. So. Ich meine, ich habe ja die hier noch für da unten zur Not. Die geht halt auch nach oben. Oder die. Die geht auch so nach oben. Die will ich aber eigentlich erst spielen, wenn der da den roten bewegt. Damit ich ihm noch was wegnehmen kann. Kackbratze. Oder ich mach's so. Ist halt schon ein bisschen Gambling, ne? Dass ich halt dazu komme, jetzt was hinzupacken. Was hat er getan? Ich habe das Gambling nicht gewonnen, just saying. Das ist schlecht. What the fuck, warum? Komische Dinge gemacht. Ich habe keine Ahnung, was er getan hat. Er macht meine Sachen kaputt. Dieser... So.
Ich weiß aber nicht, mit welchen Karten er das macht. Like, I really don't know. Oh, die kann ich gar nicht wirklich benutzen. Also kann ich schon, aber ich habe sie mir anders vorgestellt. Dammit. Problematisch wird es halt, weil der Gartner hat, der meine kaputt haut. Ich nicht weiß, wie ich dagegen vorgehen kann gerade. Was ist da? Von mir zeigt es mir nicht mehr. Wie soll ich das bitte gewinnen? Also jetzt realistisch, schau. Ja. Ich komme ja nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Das zerstört mir einfach alles weg. So schnell komme ich halt gar nicht nach vorne. Natürlich wieder nur Bullshit-Karten, die mir absolut nichts bringen. Ah, fuck. Ja, muss ich gar nicht weitermachen. Wie gesagt, mit den Karten kann ich nichts anfangen. Ich bin halt nach wie vor nicht sonderlich gut in diesem Spiel. So, ich rate halt mehr als alles andere. Und ich sehe halt nicht, was er für Karten spielt. Ich sehe nur, dass er meine wegbumst. Und ich dann halt absolut keine Chance habe, überhaupt irgendwas zu tun, weil meine Karten weg sind. Weg vom Feld. So, ja, schlecht, gell? Versuche halt, soweit es geht, zur Seite zu gehen, dass der... Ach, dieser Hut macht schon wieder. Dass er mir nichts klauen kann, aber er klaut mir alles. Oh, 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 oh. Kann er noch was tun oder nicht? Kann ich noch was tun? Ich glaube, mehr kann ich auch nicht machen, weil ich keine Einser mehr habe. Sollte aber reichen. Trotzdem hat er ziemliche Arschlochkarten. Wirkliche Arschlochkarten. Okay. Autsch! Sowas aber auch. Das Ergebnis muss ich mir erst einmal schön trinken. Willst du ein Geheimnis hören? Eigentlich brauche ich ja ordentlich Sprit, um bei BDK so richtig in Fahrt zu kommen. Aber in letzter Zeit übe ich mich doch lieber ein wenig in Abstinenz. Strengst dich auf jeden Fall an. Neulich habe ich nämlich wohl etwas zu tief ins Glas geschaut und während des Spiels einen ziemlichen Absturz gehabt. Da hat mich dann so ein merkwürdiger Kerl im Rausch zugetextet. Und darum zählt die Partie heute auch gar nicht. Ohne meinen Stoff bin ich nämlich nicht in Höchstform. Du meinst die 30 Flaschen vor dir, ja? Ich trinke erst unter den Tisch und ziehe dich dann beim Kartenspiel über den Tisch.
und ich zieh dich unterm Tisch aus, was? Keine Ahnung. Schauen Sie genau hin. Wie kann ich helfen? Ich bin gerade mitten in einer Darbietung. Sie wollen eine Runde Blut der Königin spielen? Das ist jetzt aber unpassend. Ich bin Popino, die lebende Statue. Und Statuen bewegen sich eigentlich nicht. Ich mache eine Ausnahme für Sie und werde meinen Armen erlauben, sich zu bewegen. Sind ja sowas von gütig. Sie werden es noch bereuen, mich in Bewegung gesetzt zu haben. Okay. Schauen wir mal, was der da drauf hat. Ja, nun, ich sag mal so, ne? Hab ich nicht so viel Einser. Ich brauche noch ein, zwei. Thank you. Dumpf. Ich habe vielleicht Scheiße gebaut. Ich in der Mitte nichts habe, was ich setzen kann. Ich habe nämlich. Kann er mir halt wegnehmen. Technisch gesehen wird er nicht aussetzen, weil ich gewinne. Ja! Ich hab dich verarscht, Bruder. Ich hab sogar noch eine bekommen. Wie nice. Oh, ich hab meine eigene weggehauen. Aua. Und ich habe immer noch zwei Reihen. Popino, stopp, du bist am Böschen jetzt. Mohaha. Der schien einfacher und ich hatte einfach Glück. Joker. Oh. Eine Danke. Komplette Niederlage meinerseits. Sie sind gut. Und wir haben Rang auf. Aber sicher hat auch meine Darbietung sie tief bewegt. Oder? Mein Traum ist es, irgendwann professionell im Gold Saucer zu performen. Aus diesem Grund habe ich hier in dieser rauen Gegend Halt gemacht, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Doch durch meine Siegessträhne hat sich niemand mehr zu mir getraut. Die Niederlage kam mir also recht. Ich stehe hier felsenfest. Wenn sie die Lust packt, bin ich jederzeit für eine Partie bereit. Ich gratuliere. Du hast nun den Rang Blutritter erreicht. Ich habe übrigens Informationen über einen weiteren Spieler erhalten. In Nord Coral gibt es einen äußerst mysteriösen Kartenspieler namens Navalan. Ein okay, ich hab den Robo-Dude wie du gesehen. Sollte ihm durchaus gewachsen ja. sein. Probier's doch mal aus. Ja, immer mit Ruhe. Ah, das war der. Okay, der war wo ganz anders. Da kommen wir eh erstmal nicht hin. Ah. Den muss ich aber immer noch mitnehmen, ne? Ja, gut. Was los? Hast du ein Problem oder was? Ja, vielleicht hab ich das. Entschuldige, Mann. Wollte dich nicht blöd anmachen. Nee,
alte Gewohnheit. Nimm's mir nicht krumm, ja? Bleib doch hier. Lass uns eine Runde zocken. Du musst wissen, ich hab dich schon mit Worten. Und naja, ich hab halt nun mal so eine Hackfresse. Darum will keiner mit mir spielen. Ich bin Dalton, Kartenspieler aus Leidenschaft. Komm schon, Alter. Spielen wir eine Runde, ja? Okay. 15 müsste ich für den nächsten Rang haben. Ja, noch ein bisschen. Den Robotern hier werde ich also noch nicht verhauen können. Kommt dann wahrscheinlich erst später. Okay. Hä? Karten sind gerade geht so bis Mittel, ne? Bringt mir halt nix. Ah, Bangler. Einer, please. Oh, verdammt nochmal. Instant los. Ja, kann ich jetzt anfangen mit den Karten? Leider. Leider bringt mir das nix. Ja, eigentlich war mein Plan was anderes. Nämlich mit denen die beiden abzocken, aber das bringt mir jetzt gerade nichts. Weil er nach mir dran ist. Mäh. Schlecht, weil egal, wo ich was hinpacke. Ja, nach mir dran ist. Ich glaube, ich habe ziemlich verloren. Kommt auch drauf an, was er jetzt da oben hinpackt. +3, aber glaube ich auch nur, wenn ich hier gewinne, ne? And I don't know, ob ich hier gewinne. Genauso wie unten. Hm. Die wird er mir halt wegfressen. Pretty sure. Ja. Ja, das reicht schon nicht. Okay. Ja, doch eine Dalton-Karte, okay. Scheint eine gute zu sein. Wegnehmen, wenn ich da eine hinlege. He's smart. Der Kacki. Nee. Fitschakabo regelt.
fuck happened? Denkt mir das gerade irgendwas noch? Maybe, maybe not, je nachdem, was er da unten hinsetzt. Was sag ich, wenn unentschieden ist, also 10-10? So hat er dann immer mal so viele. Verstehe das gerade nicht. Im Moment ist halt noch unentschieden, deswegen lasse ich das durchgehen. Nun, fuck you. Der weiß die Karten definitiv mehr einzusetzen als ich, ja. Aber die ist halt sehr hoch. Ups. Du bist ein scheiß Cheater, weißt du das eigentlich? Der hier. Bringt mir halt nichts, genau. Ich überlege gerade nur, wie ich das irgendwie noch rumreißen kann. Sieht aber schlecht aus. Wieso hat er da oben einen neuen? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Technisch gesehen hat er 9 und ich 11. Also eigentlich muss ich trotzdem gewinnen. Weil die in der Mitte gilt halt nicht. Knapp gewonnen, aber halt gewonnen. Puh, okay. Button. Cool. Mann! Ich muss mich ein bisschen schlauer machen mit den Karten. Meinst du nicht auch? Hier im Gefängnis von Coral darf man keine Schwächen zeigen, weißt du? Darum ja, ja, du. Immer einen noch ganz hart und klaut jeden Trottel an, der mir zu nahe kommt. Man weiß ja nie. Doch leider machen nun alle einen weiten Bogen um mich. Frag dich mal, warum. Eine Runde Karten spielen. Aber keiner von den Schwachköpfen will das kapieren. Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich sie alle verpasse. Naja, ein ganz klein wenig muss ich wohl auch an mir arbeiten. Ja, ein ganz kleines bisschen, du, so ein paar Millimeter. Und bist zu mir gekommen. Aha. Muss ich ja, es geht hier um Chocobos. Gute Einstellung, gute Einstellung. Okay, waren der da? Fürs andere muss ich, glaube ich, raus, ne? Fürs da letzte. Bist du ja wieder, mein lieber Alleskönner. Ich muss dir für deine Siege danken. Du hast ein neues Feuer entfacht unter den Spielern. Alle sind wieder ganz versessen auf Blut der Königin.
Damit ist mein Einkommen für die nächste Zeit gesichert. Das war großartig. Hier ist die versprochene Belohnung. Und wo du schon mal hier bist, für einen so begabten Kartenspieler wie dich hätte ich genau die passenden Karten. Schau sie dir doch einmal an. Gib Karten, Bruder. Die habe ich doch schon. Zu starke Spieler sind schlecht fürs Geschäft. Gibt nichts Langweiligeres, als wenn immer nur die gleichen gewinnen. Da muss man doch eingreifen. Dass ich der Betreiber des Casinos bin, sollte lieber unter uns bleiben. Du willst doch sicher nicht wieder hinter Gittern landen. Das wären dann alle drei. Eben. Damit sollte Pico so langsam fit genug sein fürs Rennen. Wir sollten zurück zu Esther. Heute nur Wasser. So, es reicht. Und was ist jetzt mit dem anderen? Ist das quasi dann egal? Hat er eine Möglichkeit auszuwählen, was man macht? So im Sinne von entweder oder? Amin, ich schau mal. Ihr habt's gut. Habt ihr mal genug zu fressen? Was Gutes im Körbchen? Ist halt alles das Gleiche, ne? Ich hab nur Silkes Kraut. Ich hoffe, das mag Pico. Ja. Er hat wohl noch immer Hunger. Ist ja nicht so, dass wir noch was haben. Na, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber ein bisschen was kann er sicher noch vertragen. Dann noch das Letzte. Ja, dann ist die Leiste eh voll. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles hätte sein müssen. Vielleicht hätte eins auch gereicht oder... Keine Ahnung. Ha, ja. Perfekt. Jetzt ist er bereit für die Rennbahn. Sprecht einfach mit eurem Babysitter da drüben. Der zeigt euch, wo ihr hin müsst. Das wäre wohl ich. Ach so. Und falls ihr noch Futter übrig habt, kann ich es euch gegen Rennaccessoires eintauschen. Ah. Gemüse ist hier unten ein kostbares Gut. Es lohnt sich also. Okay. Na sowas. Schwierigkeiten bei der Futtersuche? Lass mal sehen. Kannst es ja mal bei diesem Untergrund-Kampfclub probieren, wenn du mutig genug bist. Na, viel Glück jedenfalls. Was für ein... Das doch hier nicht aus Spaß an der Freude. Okay. Na sowas. Schwierigkeiten bei der... Also, neulich hat mal einer von diesen zwielichtigen Typen die... Na, viel Glück jedenfalls. Na sowas. Okay. Schwierigkeiten... Versuch's doch mal bei dem Wirt in der Kneipe. Na, viel Glück jedenfalls. Aber das sind doch Sachen, die ich schon gemacht habe, oder bin ich dumm? Ihr habt's gut. Oder nicht, betrügen leicht gemacht. Habt ihr mal genug zu fressen? Na sowas. Schwierigkeiten bei der Fuß. Kannst es ja. Na, viel Glück jedenfalls. Gibt es nicht. Das wären die dann. Joa, nehmen wir die jetzt noch mit. Ich hätte halt eigentlich gern gesehen, was das ist. Vogel bleibt Vogel, aber es macht einen himmelweiten Unterschied. Glaub mir. Also welche Accessoires es halt gibt, das hätte ich gerne gesehen, meine ich. Aber gut. Was wollte ich noch machen jetzt gerade? Ich würde aber sagen, wir beenden den Part dann erstmal. 5 wäre es okay. Und... würde ich die noch mitnehmen? Ich glaube, ich würde sie mir auf jeden Fall angucken, die Nebenquest. Im nächsten Part, bevor wir zum Rennen übergehen. Einfach... Weil mich das war, sind es denn okay? Ich gebe es zu. Was sie uns andreht. Okay, das dann würde ich sagen... Beenden wir das erstmal für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.